Hallo lieber Stier und willkommen zu deinem neuen Monatsorakel für den Juni 2021. Ich freue mich, dass du dabei bist und falls du jetzt das erste Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, du siehst jetzt vor dir drei Tarotkarten und diese geben dir einen groben Einblick in den Juni. Das ist das, was im Großen und Ganzen auf dich zukommt. Damit darfst du rechnen. Das ist die Hauptenergie. Ich werde dann aber noch ein paar Karten für dich ziehen, damit du noch nähere Hinweise bekommst. Und das Kartendeck, was ich jetzt hier verwendet habe, das ist das. Ich habe jetzt hier die englische Variante, das gibt es aber auf jeden Fall auch auf Deutsch. Ich habe jetzt hier, das nennt sich Ethereal Visions Illuminated Tarot. Ne? Auf Deutsch ist es, glaube ich, das ätherische Visionen Tarot, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir da jetzt aber nicht ganz so sicher. Aber du hast die Verpackung gesehen, ne? Alles klar. So, es ist ein allgemeines Orakel, lieber Stier. Das bedeutet, es muss nicht unbedingt zwingend auf dich zutreffen. Wenn du möchtest, guck doch auch gerne mal, was dein Aszendent ist oder was du für ein Mondzeichen bist. Vielleicht erhältst du ja da auch Botschaften, die dann hinhauen für dich. Also, falls du dann feststellen solltest, es ist nichts eingetroffen, bitte lass dann ganz einfach los und versuche es da jetzt nicht noch irgendwie passend zu machen. Ja, das ist einfach das, was ich damit sagen möchte. Und lieber Stier, natürlich kommt es auch immer darauf an, was du eben aus dem machst, was ich dir hier mitgebe oder was das Orakel sagt, was die Karten sagen, weil du allein entscheidest über dein Leben. Nichts ist in Stein gemeißelt. Alles kann man verändern und wandeln. Es kommt immer darauf an, was du für Entscheidungen triffst. Ja, weil du hast einen freien Willen. Genau. Das ist einfach nochmal das, was ich damit sagen möchte. Lieber Stier, auf geht's. Deine erste Tarotkarte. Gucken wir uns die gemeinsam mal an. Und da hast du jetzt hier, okay, die fünf der Münzen. Und da bekomme ich rein, dass du dich in irgendeiner Angelegenheit im Stich gelassen fühlst, beziehungsweise dass du dich irgendwie alleine fühlst. Du gehst wahrscheinlich gerade durch irgendeine Situation, die sehr schwer ist für dich. Die fünf der Münzen sprechen auch immer davon, dass man das wenig vorhanden ist. Entweder ist wirklich wenig vorhanden oder das ist das Mangelbewusstsein, dass du glaubst, dir wird nicht geholfen, dass du glaubst, es ist wenig vorhanden. Na, das können jetzt Glaubenssätze sein, das kann aber auch wirklich eine Tatsache sein. Aber auf jeden Fall ist das jetzt hier wirklich die Energie Not, Armut. Man fühlt sich alleingelassen. Krisenzeiten, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal die Ausgangssituation. Das ist nicht ganz so schön, aber ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Die zwei der Kelche. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall ein Ende haben wird, weil da kommt ja auf jeden Fall jemand auf dich zu, der dir wahrscheinlich hilft. Ja, wahrscheinlich dein Partner, auf jeden Fall eine Person, die dir auf jeden Fall wohlgesonnen ist. Weil die zweite Kelche steht nicht nur unbedingt für das aufeinander sich einlassen, sondern oder das sich aufeinander einlassen, sondern die stehen auch dafür, dass man dem anderen entgegenkommt. Ja. Natürlich steht die Karte aber auch für Begegnungen. Also möglicherweise wirst du aber auch hier einer Seele begegnen, die dir auf jeden Fall auch irgendwo weiterhelfen kann. Ja, ich werde dann, also ich denke, wir werden dann auf jeden Fall noch nähere Hinweise bekommen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Ziemlich interessant, dass hier ein Löwe abgebildet ist. Gut, das sind jetzt, ich habe jetzt keine Karten, die auf ein Sternzeichen Löwe hindeuten. Aber ich muss ja auch so ein bisschen auf meinen Instinkt vertrauen, beziehungsweise auf das vertrauen, was mir sofort ins Auge fällt. Und das war jetzt nur mal der Löwe. Mal gucken. Also für mich ist ja der Löwe auch immer so eine beschützerische Energie. Ne? Also da setzt sich jemand für dich ein, habe ich auch den Eindruck. Ne? Auch wenn du dich jetzt lange Zeit vielleicht allein gefühlt hast oder im Stich gelassen gefühlt hast, bei was jetzt auch immer. Ich habe das Gefühl, dass sich das nun bald ändern wird. Gucken wir uns mal die dritte Karte an. Und da hast du jetzt hier die zwei der Stäbe. Noch eine zwei. Ich habe das Gefühl, du bist nicht unbedingt dir darüber sicher oder im Klaren, ob du diese Hilfe annehmen sollst. Oder vielleicht geht es hier wirklich um eine Beziehung. Ja, vielleicht bist du oder du mit diesem Orakel, da bekomme ich jetzt gerade rein, dass du eventuell überfordert bist mit deinem Leben, vielleicht auch mit deiner Situation. Vielleicht hast du ein Kind und du bist Alleinverdiener oder du weißt nicht, wie du kommst wahrscheinlich vorne und hinten nicht aus mit deinem Geld. Möglicherweise bist du auf Partnersuche. Das weiß ich jetzt nicht. Das bekomme ich jetzt so ganz spontan rein. Wie gesagt, das ist ein allgemeines Orakel. Ich muss jetzt hier wirklich mehrere Szenarien ansprechen, die ich hier reinbekomme. Und möglicherweise könntest du da vielleicht eventuell sogar Ausschau halten. Weil für mich sind die zweite Stäbe auch immer so, man guckt hier. Ne? Man trifft zwar noch keine Entscheidung, man guckt erstmal nur. Also es könnte wirklich sein, dass du dich eventuell wirklich überfordert fühlst. Und dass du bereit bist, dir jemanden zu holen, der dir hilft. Möglich ist natürlich auch, dass jemand auf dich zukommen könnte. Ja?
Auch das kann sein. Möglicherweise bist du aber auch in einer Lage oder wirst in einer Lage sein im Juni, lieber Stier, wo du noch so ein bisschen entscheiden musst. Mache ich es oder mache ich es nicht? Lasse ich mich auf den einen oder lasse ich mich darauf nicht ein? Na, ich gucke erstmal weiter, würde ich sagen. Was haben wir jetzt hier? Chiron mit Heilung. Okay, also hier geht es wahrscheinlich nochmal um Schmerz. Es geht um das Thema Vergebung, Versöhnung. Dafür stehen übrigens auch die zwei der Kelche für Versöhnung. Vielleicht geht es darum, dass du jemanden vergeben solltest. Oder wo es darum geht, jemanden zu vergeben, der dich hier eventuell allein gelassen hat. Das kann ebenfalls der Fall sein, aber hier sieht man auf jeden Fall nochmal jede Menge Heilung. Ich lasse die erstmal liegen, weil ich bin irgendwo davon überzeugt, dass sie was zu sagen hat. Was haben wir jetzt noch hier? Das zweite Haus. Es geht hier um deinen Besitz, es geht um Eigentum, es geht um Geld. Es hat irgendwas mit dem Thema Geld zu tun. Finanzen, deine finanzielle Lage. Ich glaube, dass du momentan in einer schwierigen finanziellen Lage bist. Sage ich dir ganz ehrlich, so wie es ist. Ne? Also du mit diesem Orakel hier bist mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade in einer ja, relativ herausfordernden Lage, um das mal sanft auszudrücken, was das Thema Geld angeht. Ne? Möglicherweise ist es sogar so, dass du vielleicht, also einige von euch, suchen jetzt wahrscheinlich Hilfe oder suchen sich einen Partner, der euch da vielleicht so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit gibt. Was haben wir jetzt hier? Ja, ich habe es gerade gesagt und hier haben wir die Beziehung. Möglich ist natürlich auch, dass du in einer Beziehung bist, aber nichtsdestotrotz ist hier irgendwo, fühlst du dich im Stich gelassen. Ja, entweder fühlst du dich von deinem Partner im Stich gelassen, der kümmert sich nicht richtig, oder es geht darum, dass du in einer Partnerschaft oder was mit dem Thema Ex-Beziehung auch eventuell zu tun hat, dass du davon noch heilen musst. Und wahrscheinlich ist es so, dass dir hier jemand dass hier jemand ein böses Spiel mit dir gespielt hat. Eventuell ist es ein Löwe und er hat dich wahrscheinlich finanziell vielleicht ein bisschen ausgenutzt. Vielleicht bist du aber auch in einer gerichtlichen oder rechtlichen Angelegenheit, wo es um das Thema Besitz und Geld geht. Vielleicht geht es auch um Unterhalt, weil ich habe das Gefühl, es ist hier ein Kind mit involviert. Das sehe ich jetzt nicht nur unbedingt auf der Karte. Ich meine, ja, diese Karte hat mich jetzt dazu inspiriert, dass ich auf ein Kind komme. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch ein Kind mit involviert, dass du eventuell wirklich jetzt alleinziehend sein könntest und dass du jetzt mehr oder weniger ohne Hilfe dastehst. Ja. Möglicherweise, nee, das hat nichts zu sagen. Es geht ja wirklich um eine Partnerschaft. Möglicherweise bist du auch gerade in einer neuen Partnerschaft. Auch das kann sein. Aber ich guck mal, was jetzt hier noch für eine Karte kommen möchte für dich, lieber Stier, für den Monat Juni. Das 12. Haus mit Surrender. Und hier geht es um das Unterbewusstsein und es geht aber auch um Mitgefühl. Es geht um Träume, Heilung übrigens auch schon wieder. Also zweimal haben wir hier Heilung. Es geht aber auch um Vergebung. Und ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, es geht hier um Vergebung, sich etwas vergeben. Also nicht dir selbst, das glaube ich weniger, aber ich glaube, du musst einer anderen Person hier vergeben. Ja, also das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Ich glaube, das ist ein Partner, mit dem du entweder noch zusammen bist. Vielleicht geht es hier aber auch um eine Scheidung. Das kann jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Das Gefühl bekomme ich jetzt hier gerade ganz, ganz stark rein. Ich würde sagen, wir gucken mal mit dem nächsten Kartendeck weiter erstmal. Das Kartendeck, was ich jetzt hier gerade benutzt habe, das ist das Numinous Astro Deck. Und jetzt benutze ich das Oracle of Shadows and Light. Bevor ich das mache, frage ich, was bedeuten genau die zwei der Kelche? Ich meine, ich habe vorhin schon was gesagt, was es auf jeden Fall bedeutet, beziehungsweise das, was ich hier gespürt habe. Ich habe das Gefühl, dass sie aber auch noch irgendwas anderes sagen könnte. Was genauer bedeuten jetzt hier die zwei der Kelche für den Stier? Das ist eine schöne Karte, der Ritter der Kelche. Auf jeden Fall eine sehr, sehr liebevolle Stimmung. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich jemand auf dich zukommt. Weil der Ritter der Kelche, da bewegt sich auf etwas zu. Ich habe das Gefühl wirklich, dass der auf dich zukommt. Der sehr unterstützend ist, der dich unterstützt, der dir liebevoll entgegenkommt auf jeden Fall. Eine Karte möchte ich jetzt noch. Oder je nachdem, wie viele jetzt hier kommen mögen.
Das ist auf jeden Fall jemand, der möchte dir deine Arbeit erleichtern. Die zwei der Münzen, das ist so dieses, ja, Jonglieren, dieses Multitasking, ne? Du hast wahrscheinlich das Gefühl, du bist mit allem alleine. Und ich habe, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, da kommt jemand auf dich zu und möchte dich hier unterstützen. Manifest, ja, das ist jetzt hier der Magier und das ist jetzt hier noch der König der Kelche, der gekommen ist. Es ist auf jeden Fall jemand, der ist sehr liebevoll. Wahrscheinlich ist es ein Wasserzeichen. Ich bekomme jetzt ganz spontan Fische rein, könnte aber auch ein Krebs oder ein Skorpion sein. Es muss nicht unbedingt jetzt hier eine rechtliche Angelegenheit sein. Also falls du jetzt allgemein finanzielle Schwierigkeiten hast oder ganz alleine bist irgendwo, dann sehe ich hier wirklich Hilfe für dich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit eine männliche Person, kann jetzt auch weiblich sein, aber vom Gefühl her glaube ich, dass es schon jemand ist, mit dem du zusammen bist oder noch zusammenkommst. Ne, auf jeden Fall sind da auf jeden Fall Gefühle bei euch. Die zwei der Stäbe verraten mir, also die dann da gefallen sind, da habe ich wirklich das Gefühl, dass du nicht weißt, ob du das annehmen sollst. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was ich, wo ich nicht weiß, was ich jetzt auch gerade reinbekomme. Deswegen, ah ja, ich gerade ein bisschen rum, Entschuldigung. Was ich jetzt gerade höre oder gehört habe, ist, dass du dir einen Partner manifestierst oder manifestieren wirst. Weil für mich, der Magier, als ich den umgedreht hatte, habe ich ja leise gesagt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, da habe ich gesagt, manifestieren. Und dann auf einmal kam der König der Kelche und da war mir irgendwo klar, alles klar, du manifestierst dir auf jeden Fall einen Menschen, der dir hilft in deiner Situation, weil du es wolltest, weil du darum gebeten hast. Ja, das ist das Gefühl, was ich jetzt hier ganz klar reinbekommen habe. So, die zweite Stäbe, gucken wir uns die mal an. Nee, euch möchte ich nicht. So, ach Mensch, dass es immer alles so schief werden muss. So, die zweite Stäbe. Die ist runtergefallen. Ich bück mich mal ganz kurz. So. So, da hast du jetzt hier die 9 der Kelche. Das ist eine schöne Karte. Und du hast hier die Königin der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass das schon etwas damit zu tun hat, mit dem, was ich eben geguckt habe, für die 2 der Kelche. Die 9 der Kelche, das spricht wirklich von gesegnet sein. Man fühlt sich wirklich emotional sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir jetzt hier die Königin der Stäbe, die für die Abhängigkeit steht. Also du bist schon eine Person. Du möchtest das irgendwo alleine regeln, was auch immer das da gerade ist. Du möchtest das auf jeden Fall alleine regeln. Aber natürlich hast, ich meine, ja, ich habe eben schon gesagt, dass du Hilfe willst und diese manifestieren wirst. Aber andererseits bist du auch eine sehr, sehr unabhängige Frau, die es am liebsten schon alleine schaffen möchte, aber mittlerweile dann aber auch bereit sein wird, sich Hilfe zu suchen. Na, dann haben wir jetzt hier die 9 der Kelche noch mit. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine andere Person sein könnte. Ich frage mal genauer. Was ist denn das jetzt hier? Die 6 der Schwerter. Hast du vor, umzuziehen? Nee, aber auf jeden Fall sprechen die 6 der Schwerter davon, dass man wirklich entweder wirklich umzieht oder ganz einfach, dass nun alles leichter werden wird. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass du jetzt Hilfe bekommst, ist es jetzt für mich irgendwo ein Hinweis darauf, dass Hilfe schon in Aussicht ist. Ja? Die Hilfe, nach der du Ausschau gehalten hast, die wird hier auf jeden Fall kommen. Mindestens durch eine Person. Aber ich glaube eher, dass das irgendwo auch dich hier darstellen könnte. Ja. Also du wirst da auf jeden Fall bereit sein, das Alte zu verlassen. Auf jeden Fall. Deinen alten Standpunkt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal mit dem nächsten Kartendeck. Ich hatte das eben doch schon in der Hand gehabt. Genau, das war das Orakel of Shadows and Light. Genau. Jetzt geht's weiter, lieber Stier. Oh, sehr schön. Ich habe eben gesagt, es wird leichter werden. Jetzt hast du hier den, das ist die Morgendämmerung, ne? Der violette Engel. Also es wird hier auf jeden Fall besser und leichter werden für dich, ne? Weil der violette Engel sagt einfach, okay,
Die Nacht ist vorbei, jetzt wird es heller werden. Hilfe wird sich auf jeden Fall hier auftun für dich in deiner Angelegenheit, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ne? Also wahrscheinlich ein Wasserzeichen, vielleicht sogar auch ein Feuerzeichen, ein Löwe. Ne, das kann jetzt hier der Fall sein, das weißt du dann sozusagen am besten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Gucken wir uns mal die Karte an. Die Geister der Vergangenheit. Die Vergangenheit kehrt zurück. Okay. Also du wirst mit irgendeiner Situation konfrontiert aus deiner Vergangenheit, wo du eventuell dachtest, es wäre erledigt. Aber dadurch, dass du ja hier den violetten Engel hast, der sagt, Morgendämmerung, also es wird wieder heller, habe ich diesmal das Gefühl, dass du die Geister der Vergangenheit loslassen kannst und davon heilen kannst, sozusagen. Na? Okay, ich frage mal, was das ist. Ich habe das Gefühl, du wirst hier irgendjemanden begegnen. Drei der Stäbe, zwei der Münzen. Ich glaube, das ist hier die Angelegenheit, mit der du es hier die ganze Zeit zu tun hast. Wahrscheinlich ist das irgendein Thema, was sich immer und immer wiederholt hat. Ja, es hat sich immer wieder wiederholt, dein Thema. Es muss sich unbedingt etwas mit einem bestimmten Menschen zu tun haben. Das glaube ich fast weniger. Ich glaube, das ist einfach diese Angelegenheit, dass du mal ist es leicht, dann ist auf jeden Fall wieder zu viel zu tun. Dann bist du auf jeden Fall wieder überfordert. Dann war es mal wieder leicht, dann kehrt das auf jeden Fall schon wieder zurück. Ich glaube, das ist das, was damit gemeint ist. Ja. Okay. Ich muss das jetzt noch mal ganz kurz überlegen, was ich dabei jetzt hier noch reinbekomme gerade. Die Vergangenheit kehrt zurück. Die Geister der Vergangenheit. Ich überlege gerade, ob das etwas mit einem Menschen zu tun haben könnte, glaube ich aber fast weniger, weil das hätte man jetzt eben gesehen. Nee, das ist eigentlich schon das. Es kann aber auch sein, dass ich das jetzt gerade nicht wissen soll, weil das Gefühl habe ich jetzt nämlich beinahe. Ich kriege da keine näheren Informationen. Ich denke, das wirst du dann wissen, wenn es soweit ist. Oder aber, ich habe alles schon dazu gesagt. Das kann ebenfalls jetzt der Fall sein. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter mit dem nächsten Kartendeck, bevor ich jetzt hier weiter Rätselraten mache. Das Kartendeck, was ich jetzt benutze, das ist das. Moment, das. Dieses Kartendeck ist das, das Archetype Cards. Und da bin ich gespannt, was sich jetzt hier zeigt. Vielleicht bekommt man da noch nähere Hinweise. Es ist auf jeden Fall etwas aus der Vergangenheit, was du noch nicht losgelassen hast. Und deswegen kommt hier dann auch die Heilung. Es geht um Vergebung mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich geht es hier wirklich um einen anderen Menschen, vielleicht um einen Ex-Partner. Ja, das kann hier ebenfalls, das kann ja wirklich sein. Na, aber wir gucken mal weiter. Alles klar. So, da hast du jetzt hier der Geschichtenerzähler. Gut, das kann jetzt positiv oder negativ gemeint sein. Da denke ich mir immer, oh Gottes Willen, da erzählt ihr hier einem vom Pferd. Aber ich habe das Gefühl, ich gucke mal die zweite Karte dazu an. Da hast du hier den Priester. Lieber Stier, bitte lass dich hier nicht ausnutzen. Bitte lass dir wirklich hier keinem vom Pferd erzählen. Das ist jetzt hier das. Das wäre jetzt die negative Seite, weil auch die muss ich ansprechen. Also es kann sein, dass es da irgendjemanden gibt, der wirkt zwar eventuell sehr vertrauenswürdig, ja, aber Vorsicht, dieser könnte dich ausnutzen. Es könnte sein, dass das was mit Geld zu tun hat. Vielleicht bist du auf irgendjemanden reingefallen, vielleicht wirklich an einen Priester oder an einem spirituellen Heiler, an einen Berater, Beraterin, ja. Der hatte hier irgendwie einem vom Pferd erzählt. Und irgendwie bist du auf irgendwas, ich habe das Gefühl, du bist auf irgendwas reingefallen. Ja, dieser hat zwar jetzt hier irgendwo Vertrauen vermittelt und hat hier vielleicht sogar auch gesagt, ich bin ein Channel-Medium oder was weiß ich. Und jetzt ist es so, dass du dich da in finanzielle Schwierigkeiten reingeritten hast.
Na, oder vielleicht noch reinreiten könntest. Also pass da bitte ein bisschen auf. Na, das ist auf jeden Fall ein Thema, was angeguckt werden möchte und wovon du definitiv auch heilen kannst. Ja, es hat definitiv ja etwas mit den Finanzen zu tun. Ich glaube, du hast da wirklich sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ja, das ist einfach das, was ich jetzt hier ganz klar dazu führen kann. Ich werde jetzt mal das, ich werde jetzt mal direkt fragen, wie es um die Situation gerade steht, die ich gerade geführt habe. Wie steht es da jetzt gerade um diese Situation? Also du hast jetzt hier die 9 der Kelche, das ist sehr, sehr schön. Das ist die emotionale Zufriedenheit, das ist wirklich die Wunscherfüllung. Und du hast hier auf jeden Fall noch das Gericht. Also ich glaube, da wird hier ein Urteil gefällt. Ich glaube, zu deinen Gunsten auf jeden Fall. Also ein Wunsch wird sich hier für dich auf jeden Fall auch erfüllen. Du bist hier wahrscheinlich auf jemanden reingefallen, der hat dir hier einen vom Pferd erzählt. Da hast du wirklich eventuell gedacht, das ist dein Seelengefährter. Entweder ist es wirklich ein spiritueller Berater gewesen oder ein Verkäufer, ein Priester, Medium, ich weiß es nicht. Oder wahrscheinlich war es wirklich dein Ex-Partner, der einfach, wo du gedacht hast, es ist dein Seelengefährte, der hat dir hier aber eine wunderschöne Geschichte erzählt und hat dich wahrscheinlich auch angelogen und alles, um, ja, und jetzt hast du sozusagen den Schlamassel gehabt oder wirst ihn eventuell noch haben oder hast ihn sogar gerade noch sozusagen. Und das hat was mit Finanzen zu tun. Möglicherweise geht das Ganze aber auch wortwörtlich vor Gericht. Aber du kannst davon ausgehen, dass hier dein Wunsch diesbezüglich auf jeden Fall erfüllt wird, weil das Gericht steht einfach dafür, von der Dunkelheit ins Licht. Und das ist genau das, was der violette Engel sagt, lieber Stier. Also deine Angelegenheit wird auf jeden Fall für dich gut ausgehen. Davon bin ich schon überzeugt. Ja? Davon bin ich eigentlich zu 100% überzeugt. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass du diese Person im Internet kennengelernt hast. Bei einigen von euch merke ich das. Es hat natürlich wehgetan, was diese Person abgezogen hat. Deswegen haben wir ja auch noch Chiron mit Heilung und die Vergebung. Ja, was hier nochmal Thema sein könnte. Ich habe das Gefühl, dass du das aber auch nicht zum ersten Mal durchmachst. Ich glaube, dass du schon mal auf so eine Person reingefallen bist. Deswegen ja auch die Geister der Vergangenheit. Na, es könnte sein, dass diese Person nochmal auf dich zukommt und dich wieder um den Finger wickeln möchte. Das schließe ich nicht aus. Ja. Es könnte aber auch einfach sein, dass du, deswegen die Geister der Vergangenheit, was ich eben schon gesagt habe, ich wiederhole es nochmal. Es kann auch sein, dass, wie gesagt, dass du es schon mal mit jemandem zu tun hattest, der irgendwo fast dasselbe mit dir abgezogen hat. Aber diesmal hast du jetzt hier die Möglichkeit, das zu erkennen und davon zu heilen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass dir auf jeden Fall schon auch Hilfe zukommen wird. So, lieber Stier, das letzte Kartendeck für dich, bevor ich dann zu deinen Würfeln komme. Jetzt überlege ich mal ganz kurz, welches ich jetzt hier nehme. Ich nehme mal das hier. Das Kartendeck, was ich jetzt benutze, das ist das Quantum-Orakel von Sandra N. Taylor. Ja. Ich bekomme wirklich rein, dass du sehr, sehr leichtgläubig warst, lieber Stier. Das ist jetzt keine Kritik oder kein Vorwurf, ne? Aber ich bin ja auf jeden Fall sehr ehrlich und ich erzähle hier keine Märchen. Also ich sage wirklich genau das so, wie ich das fühle. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du wirklich sehr leichtgläubig warst und wirklich auf jemanden reingefallen ist und wo du jetzt einen Schlamassel hast in Bezug auf die Finanzen. Ne? Also das ist wirklich das Gefühl, was ich habe. Und ich habe das Gefühl, dass sich da irgendjemand aus dem Staub gemacht hat, sich aus der Affäre gezogen hat, eventuell alles abstreitet und jetzt auch eventuell auch nicht mehr auffindbar ist. Ja, wahrscheinlich war das wirklich wie ein Channel-Medium oder ein spiritueller Berater. Ich meine, das passt nun mal zum Priester, ja, irgendwo. Es ist auf jeden Fall ein Scharlatan gewesen. Das ist ein Betrüger gewesen, ein Scharlatan. Das ist das, wie ich das jetzt hier reinbekomme. So, noch eine Karte bitte aus diesem Deck für den Stier. Gut, was haben wir denn hier? Ach, dass es immer alles so schief werden muss. So, da hast du jetzt hier Travel verkehrt rum. Okay, das ist das Verreisen. Die Karte ist verkehrt rum gefallen. Eventuell hattest du vor zu verreisen, aber entweder ist es so, dass es verzögert wird.
oder ganz und gar abgesagt wird, weil diese Karte ist verkehrt rum. Und das heißt, dass sich entweder eine Reise verzögert oder gar abgesagt wird. Beziehungsweise ist das ein Rat für dich, dass du irgendetwas canceln solltest. Ja? So, dann haben wir jetzt hier als nächstes, das ist Intuition und Manifestation. Da muss ich mal ganz kurz im Buch schauen, weil da habe ich nämlich keine Ahnung, was die Karte verkehrt rum bedeutet. So, gucken wir uns die mal an. Das ist jetzt hier Spirit Nummer 3, glaube ich, war das. Genau. Du hast nicht auf deine Intuition gehört. Die Karte steht dafür, dass man mit seiner Intuition nicht wirklich verbunden war. Du könntest dich wirklich frustriert fühlen, aus dem Gleichgewicht. Ja, aus dem Gleichgewicht fühlen. Das ist eben das, was diese Karte sagt. Und du weißt eben nicht, wohin du als nächstes gehen sollst. Das passt also gut zu der Reisekarte hier übrigens, ne? Weil das ist ja das Verreisen, ne? Vielleicht ist es wirklich so, dass du irgendwo hinreisen möchtest, dass du es vielleicht getan hast oder noch tun wirst, wo du dann aber feststellst, das war keine gute Idee. Deswegen haben wir nämlich Intuition verkehrt rum hier. Weil die Karte sagt nämlich verkehrt rum, dass du eben nicht auf deine Intuition gehört hast. Ja, du hast wahrscheinlich aus einem inneren Impuls heraus reagiert, was nicht unbedingt so gut war, denke ich. Ne? Wir gucken mal weiter. Okay. Ja, die Karte, das ist eine schwierige Energie, ne? Also die sagt wirklich schon, dass es dir schwerfällt, optimistisch zu bleiben, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Und du fühlst dich mittlerweile auch nicht mehr wirklich in der Lage, irgendetwas in die Tat umzusetzen, wenn es darum geht, eine Situation zu verlassen. Die Karte sagt aber auch, dass du bitte deine Zweifel loslassen sollst. Jetzt gucke ich gerade, wofür die Karte noch steht. Moment. Ja, die Karte sagt eben auch aus, dass du zwar eine sehr, sehr starke Intuition hast, aber Schwierigkeiten damit, dem zu vertrauen. Ich habe das auch bei einigen von euch, das bekomme ich jetzt gerade rein, habe ich das Gefühl, eure Intuition möchte euch hier etwas mitteilen. Deswegen hier das 12. Haus, was ebenfalls für starke spirituelle Fähigkeiten steht. Ich habe das Gefühl, du hast diese Fähigkeiten, aber aus irgendeinem Grund hast du nicht darauf gehört. Und deswegen hast du irgendetwas getan, was du nicht hättest tun sollen. Wie gesagt, irgendetwas. Deine Intuition hat zu dir gesprochen, dein Bauchgefühl hat dir das und das gesagt, aber du hast dem nicht vertraut. Das ist die Energie, die ich hier ganz klar wahrnehmen kann. So, jetzt das letzte Kartendeck für dich, lieber Stier. Bevor ich dann zu den Astrowürfeln komme. Ja, war jetzt ziemlich eindeutig, was ich jetzt hier reinbekommen habe. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass du schon die Fähigkeiten hast, Energien wahrzunehmen. Ich glaube, du hast das Gefühl, du hast die Fähigkeit dazu, Botschaften aus der geistigen Welt zu channeln. Das ist das, was ich jetzt hier mit dem Priester irgendwo auch wahrnehme. Weil, wie gesagt, es ist ein allgemeines Orakel. Ich muss hier mehrere Szenarien noch irgendwo ansprechen. Ne? Gut. So, das letzte Kartendeck jetzt für dich. Und das ist das Kartendeck der Zauber der Meerjungfrauen und Delfine von Doreen Virtue. Und da hast du jetzt hier sehr, sehr passend Synchronizität. Deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Lieber Stier, leider könntest du allerdings dazu neigen, dem nicht zu vertrauen. Und das ist nämlich genau das, was diese Karte hier gesagt hat. Du bekommst zwar Zeichen, aber also über deine Intuition, vertraust dem aber nicht. Ja? Aber diese Karte sagt, deine Gebete werden hier beantwortet. Ja. Wahrscheinlich nicht so, wie du es willst oder wie du es gehofft hast, aber sie werden beantwortet. Also sei da bitte mal lieber offen. Ja, so. Letzte Karte für dich. Was haben wir denn hier Schönes? Da hast du jetzt hier Freundschaft. Das ist schön. Verabrede dich, um einen Tag mit einer Freundin zu. Sag mal, verabrede dich, um einen Tag mit einer Freundin oder mit Freunden zu spielen. Jetzt habe ich es. Also hier geht es auch wieder um das Thema Freundschaft. Also ich habe das Gefühl, dass es da wirklich jemanden gibt, der
der hier für dich da ist. Ein guter Freund, gute Freundin. Ne? Also es gibt da auf jeden Fall jemanden. Falls du das Gefühl hast, oder falls es da niemanden gibt, dann habe ich das Gefühl, dass es da auf jeden Fall wieder, dass du auf jeden Fall neue Freunde finden wirst. Das ist jetzt so hier der Hinweis für dich. Alles klar, jetzt kommen wir mal zu den Würfeln, lieber Stier. Schauen wir mal, was dir der Juni noch so bringt. Vielleicht bekommen wir jetzt ein paar Hinweise in Bezug auf ein Sternzeichen. Puh, okay. Vielleicht geht es hier wirklich um einen Löwe. Das kann sein. Oder um ein Wasserzeichen. Gucken wir mal, lieber Stier. So, du hast Widder, die Sonne und das neunte Haus. Du könntest es mit einem Sonnenzeichen Widder zu tun haben. Und hier ist das neunte Haus. Und das neunte Haus steht übrigens auch für Reiser. Ne? Aber dadurch, dass ja die Karte umgekehrt gefallen ist, könnte es passieren, dass diese verschoben wird oder sogar abgesagt werden könnte. Ne? Vielleicht würdest du auch einfach nur in Urlaub fahren und das wird irgendwie abgesagt. Wegen alles Möglichen, wegen Corona. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, mal davon abgesehen. Ne? Aber ich habe das Gefühl, du könntest es wirklich wieder mit einem Widder, vielleicht wieder, ja, nicht wieder, was heißt wieder, was erzähle ich denn? Ne? Also du könntest es hier wirklich mit einem Sonnenzeichen Widder hier auf jeden Fall zu tun haben. Allerdings steht der Widder aber auch für Kämpfe, für Rivalität. Aber die Sonne sagt, alles wird gut, weil die Sonne ist alles, was positiv ist. Also falls du hier wirklich in irgendeinem Krieg bist, vielleicht in einem Rosenkrieg oder ne, was auch immer da ist, irgendwie gegen etwas ankämpfst oder mit jemandem irgendwas kämpfst, dann ist ja auf jeden Fall die Sonne auf deiner Seite, die sagt, okay, keine Sorge, es wird auf jeden Fall gut ausgehen für dich. Ne? Ich überlege jetzt gerade, was das neunte Haus noch aussagt. Ja, genau, das neunte Haus steht ebenfalls auch dafür, dass das Glück auf deiner Seite ist. Ne? Genau, das neunte Haus steht für das Glück, für glückliche Zufälle, glückliche Ereignisse irgendwo auch. Ne? Also damit kannst du auf jeden Fall rechnen. Und das erinnert mich jetzt gerade daran, dass ja vorhin die neun der Kelche gefallen sind. Und die neun der Kelche, das ist auf jeden Fall die Liebe zum Leben. Die Sorgen verschwinden, alles wird gut, Wunscherfüllung. Ne? Also in irgendeiner Angelegenheit, in irgendeinem Krieg, in Anführungszeichen, wird es hier auf jeden Fall sehr, sehr gut für dich ausgehen und das Glück ist auf deiner Seite. Und du kannst auf jeden Fall damit rechnen, dass diese Angelegenheit, falls es schon eine Weile so geht, du kannst damit rechnen, dass das kurz vor der Vollendung ist. Ja? Lieber Stier, das ist alles, was ich für dich habe. Ich wünsche dir einen wunderschönen Juni und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.